Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Deutschen Bundestag in Berlin. Bei mir ist Kai Wegner, Bundestagsabgeordneter der CDU. Und am 18. Mai möchte er auch Berliner Chef der CDU werden. Was wollen Sie denn da anders machen, wenn Sie Chef werden? Na, ich will vor allen Dingen, dass meine Partei wahrnehmbar wird und deutlich ihre Position darlegt. Wir haben in Berlin eine ganz schlechte Stadtregierung, einen ganz schwachen Senat. Rot-Rot-Grün ist eigentlich gescheitert in den ganz wichtigen Bereichen Bildung, Wohnungsbaupolitik, Verkehrspolitik. Und die CDU muss hier stärker werden. Ich will, dass Rot-Rot-Grün möglichst nicht mehr lange regiert, sondern wir übernehmen können. Und dafür müssen wir jetzt sorgen. Das heißt immer, Berlin ist arm oder sexy. Arm, aber sexy. Ist denn die CDU sexy genug für diese Stadt? Naja, also Berlin ist sexy. Da hat Klaus Wowereit völlig recht gehabt. Na, selbstverständlich, ich bin gebürtiger Berliner. Ich liebe diese Stadt. Und die CDU muss noch stärker das Lebensgefühl dieser Stadt widerspiegeln. Ich glaube, die CDU hat in vielen Bereichen ein graues, altes, verstaubtes Image, was ich sehr schade finde. Ich glaube auch, das ist ungerechtfertigt. Aber das ist nun mal so. Und daran müssen wir arbeiten, dass unser Image besser wird. Ja, vielleicht, dass die CDU noch ein bisschen sexier wird für diese sexy Stadt Berlin. Es gab jetzt viele Themen, die in den Medien waren, unter anderem Wohnen, Mieten, ein wichtiges Thema. Wie stehen Sie da zum Beispiel zum Thema Enteignung? Eine Enteignung ist mit Sicherheit keine Lösung. Die Menschen in Berlin haben Ängste, sie haben Sorgen, die müssen wir auch ernst nehmen. Die Mieten steigen. Viele Menschen haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren, irgendwann nicht mehr die Miete bezahlen zu können. Aber Enteignung löst gar kein Problem. Es schafft keine einzige neue Wohnung. Es streut den Menschen Sand in die Augen. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr gebaut wird. Wir haben eine Mangelwirtschaft in Berlin. Wir verwalten den Mangel, statt die Herausforderungen zu gestalten. Die Stadt wächst. Das ist eine Chance für diese Stadt. Aber diesen Wachstum muss man auch fördern und gestalten, und das macht dieser Senat nicht. Wenn Sie dann Berliner CDU-Chef sind, sind Sie ja auch möglicher regierender Bürgermeister. Wollen Sie das denn werden? Na, jetzt will ich erstmal CDU-Chef werden. Am 18. Mai kandidiere ich als Landesvorsitzender. Ich brenne für meine Partei, ich brenne aber vor allen Dingen auch für diese Stadt. Und wir werden dann zu gegebener Zeit entscheiden, wer die Berliner CDU als Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin in die Auseinandersetzungen führt. Ich meine das Ganze im Ernst, hier geht es nicht um persönliche Eitelkeiten oder persönliche Karriereplanung, sondern es geht darum, die oder denjenigen zu finden, der die größten Erfolgsaussichten hat, Michael Müller aus dem Amt zu treiben. Aber Sie wären generell bereit dafür? Ich bin bereit dafür, am 18. Mai CDU-Landesvorsitzender zu werden, und ansonsten schließe ich eine Spitzenkandidatur nicht aus. Noch mal ein paar andere Themen, Kriminalität ist auch immer so ein Thema, Bildung, was würden Sie da anders machen? Ich glaube, dass es beim Thema Bildung wirklich darum geht, lasst uns doch mal aufhören mit irgendwelchen Experimenten, die Rot-Rot-Grün immer in den letzten Jahren gemacht hat, von Namensgebung, integrierte Sekundarschule und vieles, vieles andere, sondern lasst uns doch einfach mal darum kümmern, was ist das Wesentliche? Wir brauchen eine bessere Anerkennung für Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen mehr Lehrkräfte, wir brauchen einen baulichen Zustand, wo unsere Schülerinnen und Schüler gerne lernen, Orte des Wohlfühlens für Lernen. Und das ist alles nicht so. Wir haben mittlerweile Schulbauten, wo die Decken einstürzen und Lehrer, die in der Regel, hier gibt es mehr Quereinsteiger als vieles, vieles andere, und das ist alles nicht in Ordnung. Und beim Thema innere Sicherheit müssen wir dafür sorgen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Ich glaube, unsere Berliner Polizeibeamten verdienen erstens Rückendeckung für ihren schweren Einsatz. Sie verdienen Anerkennung für ihre schwere Arbeit. Und wir müssen den Polizeibeamtinnen und Beamten die Mittel an die Hand geben, die sie brauchen, um besser Verbrechen aufklären zu können. Dazu gehört für mich Videobeobachtung, aber vieles andere mehr. Das Thema innere Sicherheit ist ein wichtiges, weil viele Menschen Angst haben, Opfer einer Straftat zu werden, und viel zu viele auch tatsächlich Opfer werden. Sie hatten heute eine Gruppe der LSU zu Gast, also der Lesben und Schwulen in der Union. Auch ein Thema, was in der CDU eher ein bisschen polarisiert. Sie selbst sind als heterosexueller Politiker Mitglied der LSU, unterstützen das. Sie waren beim CSD, Sie haben für die Ehe für alle gestimmt. Ist das eine wichtige Zielgruppe auch für Sie hier in Berlin? Ja, unbedingt. Erstmal ist jeder Berliner und jede Berlinerin eine Zielgruppe für uns als CDU. Wir müssen für alle Menschen Politik machen. Und natürlich gibt es in dieser Stadt viele Menschen, die lesbisch oder schwul sind. Und hier muss die CDU Angebote machen. Und da gibt es auch ganz konkrete Punkte, wo ich glaube, dass viele Menschen, die homosexuell sind, eigentlich CDU wählen müssten. Wenn es um den Bereich der Hasskriminalität, Hassgewalt geht. Wenn es um unterschiedliche Lebensformen geht, die man akzeptieren kann und
und muss. Und ich glaube aber, viele wählen uns noch nicht, weil wir noch nicht das glaubwürdige Angebot abbilden. Und ich möchte dafür sorgen, dass die CDU in der Tat auch glaubwürdiger Vertreter von Schwulen und Lesben ist, auch und gerade als Heterosexueller, weil diese Menschen spielen in dieser Stadt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nun ist die LSU, anders als die Junge Union oder die Frauenunion, noch keine Vereinigung in der CDU. Kann sich da in naher Zukunft vielleicht was ändern? Das habe ich heute gelernt und ich glaube, da muss sich was ändern. Ich glaube, wir müssten dafür sorgen und sorgen, dass die LSU tatsächlich eine richtige Vereinigung wird. Ich glaube, da gibt es viele gute Argumente für. Und ich würde es besonders gut finden, wenn dieses Signal aus Berlin Richtung Bundespartei kommen würde. Wenn wir der erste Landesverband wären, der dafür sorgen würde, dass die LSU eine offizielle Vereinigung ist, glaube ich, wäre das eine gute Botschaft, dass die CDU eine liberale Großstadtpartei ist, eine moderne liberale Großstadtpartei, die gleichzeitig aber konservative Heimatpartei und soziale Kiezpartei ist. Und ich glaube, darum geht es. Meinen Sie, dass Sie damit vielleicht auch Stimmen wie Annegret Kramp-Karrenbauer vielleicht ein bisschen umstimmen können, langfristig zumindest? Ach, ich denke schon. Ich hatte ganz gute Gespräche jetzt schon mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich glaube, sie muss noch ein bisschen in Berlin ankommen. Sie lebt ja jetzt in dieser Stadt. Sie wird die Lebensbedingungen in dieser Stadt kennenlernen. Und ich denke, wir als Union sind da auch auf einem guten Weg. Obwohl der ein oder andere noch ein bisschen Nachholbedarf hat, das will ich gerne eingestehen. Und Kai Wegner dieses Jahr auch auf dem CSD? Na klar, da freue ich mich immer wahnsinnig drauf, das macht Spaß und ich kann nur jedem empfehlen, auf und an den Wagen der LSU zu kommen, da ist immer super Stimmung, gute Musik und ich freue mich drauf. Danke Ihnen, Kai Wegner von der CDU und danke Ihnen und euch fürs Zuschauen.